CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, als ich im September 2013 den Einzug hier in den Deutschen Bundestag geschafft habe und dem Familienausschuss zugeteilt wurde, habe ich mich um die Themen Alleinerziehende und LGBTI als Berichterstatterin der Unionsfraktion beworben. Aus Überzeugung und weil ich etwas bewegen wollte. Und zwei Vorhaben lagen mir besonders am Herzen. Das Unterhaltsvorschussgesetz und der Paragraph 175. Beides Themen, die schon jahrelang hier im Hohen Haus debattiert wurden und bei denen sich bei manchen die Euphorie in Grenzen hielt, was eine Reformierung bzw. was die Rehabilitierung anbelangte. Ich wollte meine Zeit hier im Deutschen Bundestag nutzen, um mich für Alleinerziehende und für die LGBTI-Themen einzusetzen. Das hieß teilweise dicke Bretter bohren, auch ein gewisses Quäntchen Hartnäckigkeit, aber vor allem miteinander reden, aufklären und überzeugen. Und Aufklärung tat wirklich Not. Den Paragraph 175 oder zumindest die Bedeutung kannten viele. Aber die tragischen Schicksale, die dieser Paragraph für die betroffenen Männer mit sich brachte, kannten die wenigsten. Dieser Paragraph, der homosexuelle Männer zu Verbrechern machte, durch den viele ihre Arbeit und ihr Ansehen verloren, an dem Familien zerbrachen, der sie in den sozialen Tod trieb. Und Überzeugung brachten das Gutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie unionsinterne Expertengespräche. Sie zeigten Möglichkeiten zur verfassungsgemäßen Umsetzung. Trotzdem war es für unsere Juristen eine Herausforderung. Wir betraten schließlich verfassungsrechtliches Neuland. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aber wir haben es geschafft. Wir beschließen heute die Rehabilitierung der nach Paragraph 175 verurteilten Männer. Wer hätte das am Anfang dieser Legislaturperiode gedacht? Und hier möchte ich Friedrich Heppel zitieren. Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. Ich freue mich besonders für die betroffenen Männer, die endlich ein Stück ihres Lebens zurückbekommen. Wir können mit der heutigen Rehabilitierung das Leid durch die fortgesetzte Kriminalisierung und Stigmatisierung der Betroffenen nicht mindern. Aber wir können ihnen ihre Ehre zurückgeben. Endlich. Wir setzen aber auch ein Zeichen für unsere Gesellschaft. Deutschland bezieht Position gegen Diskriminierung und gegen Ausgrenzung. Auch über unsere nationalen Grenzen hinaus wollen wir ein positives Signal senden an Länder, in denen Homosexualität immer noch stark geächtet wird. Neben der Individualentschädigung kommen wir auch der Forderung nach einer Kollektiventschädigung nach, und zwar in Form einer institutionellen Förderung an die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld bereits in diesem Haushaltsjahr. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass ich mitwirken durfte an diesem einmaligen Vorgang, erfüllt mich mit Stolz. Schade finde ich nur, dass ich zur ersten Lesung von einigen Medien als einzige der 8 Rednerinnen und Redner nicht einmal namentlich erwähnt wurde. Vielleicht passt es ja einigen ideologisch nicht, dass sich eine CSU-Politikerin für LGBTI-Themen einsetzt. Applaus
Viele meiner Unionskolleginnen und Kollegen treten für die Rechte Homosexueller ein, und zwar aus Überzeugung, auch wenn uns leider oft etwas anderes unterstellt wird. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wissen aber alle auch, Politik besteht aus Kompromissen. Das erleben wir tagtäglich bei unserer Arbeit. Kein Gesetz verlässt das Plenum ohne Kompromiss. So auch dieses. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir oft respektvoller miteinander umgehen. Ich möchte Brücken bauen. Lasst uns aufeinander zugehen, so wie wir es interfraktionell bei der Rehabilitierung nach § 175 verurteilter Männer geschafft haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich daher heute bei den Kollegen der interfraktionellen Gruppe, bei Harald Petzold und auch wenn er uns heute ein bisschen geschimpft hat, bei Karl-Heinz Brunner für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ganz besonders aber bei meiner Kollegin Dr. Sabine Sütterlin-Waag und ihr gleichzeitig ganz herzlich gratulieren zu ihrer bevorstehenden Berufung als Justizministerin des Landes Schleswig-Holstein. Liebe Sabine, alles Gute und danke für das vertrauensvolle und freundschaftliche Miteinander. Vielleicht war es auch für mich als Listenkandidatin heute die letzte Rede zu diesem Thema hier im Hohen Haus. Danke auch an den Vorstand der Magnus-Hirschfeld-Stiftung, Jörg Litwinschow, für seine Arbeit am Archiv der Erinnerungen und danke an alle Männer, deren Strafmakel wir heute beseitigen konnten, für ihre Geduld im Glauben an unseren Rechtsstaat. Ab heute sind sie moralisch, politisch, gesellschaftlich und nun auch endlich rechtlich rehabilitiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache.